Der selbsternannte Präsident der bosnischen Serben Karadzic hat seinen als gemäßigt geltenden Regierungschef entlassen. Der Grund? Der Ministerpräsident wollte 6 Karadzic-Anhänger aus dem Kabinett entfernen. Die Entlassung wird als Zeichen für einen Machtkampf innerhalb der Führung der bosnischen Serben gewertet. Wahrscheinlich kommt gleich der Beitrag. Frage an die Regie. Ich mache weiter mit der nächsten Position. Jetzt müssen wir leider ganz kurz warten. Dann hole ich mir noch mal einen Kaffee, ne? Aber es geht sicher gleich weiter. Ich mache jetzt mal weiter mit der nächsten Anmoderation. Vielleicht sehen wir das vorige Thema gleich. Zurück ins Inland. Der blutige Bandenkrieg zwischen rivalisierenden Gruppen der vietnamesischen Zigarettenmafia hat in Berlin erneut 3 Todesopfer gefordert. Erst am Sonntag waren in Berlin und Brandenburg die Leichen von 7 Vietnamesen aufgefunden worden. Es kommt leider noch immer kein Beitrag, aber... Frage an die Regie. Sollen wir weitermachen im... Wir kommen zum Streit um Amalgam. Dieser Streit geht nämlich weiter. Nach einer Studie der Universität Tübingen führt die Quecksilberbelastung durch das Plombenmaterial zu schweren gesundheitlichen Störungen. Während Zahnmediziner vor einer unnötigen Verunsicherung der Patienten warnen, versprach Das waren die Nachrichten vom 15. Mai und hier noch einmal die Themen des Tages im Überblick. Abschied. Pro7 Nachrichtenteam muss zurück ins Heim. Bluttat. Nachrichtenregisseur eines Münchner Privatsenders erschießt während Live-Sendung 2 Praktikanten. Und Auszeichnung. Pro7 auf Platz 1 der Jahrescharts in Pleiten, Pech und Pannen. Das waren die Pro7 Nachrichten unplugged. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht. Sollten Sie Interesse an einem Praktikum in unserer Nachrichtenredaktion haben, schreiben Sie uns, wir haben wieder 2 Plätze frei. Guten Abend. Frage an die Regie, ist jetzt Schluss oder noch nicht? Soll ich noch etwas vorlesen? Regie, ich müsste auch dringend mal auf die Toilette, vielleicht könnten wir ja... Regie! Kommt ein Blinder in den Fischladen und sagt, guten Morgen, Mädels. Entschuldigung. Ich glaube, ich gehe jetzt auch besser. Guten Abend. Ach, irgendwie läuft aber auch alles schief heute hier. Ich weiß auch nicht. Mein